Mein Name ist Andreas Trienbacher. Ich übe den Beruf jetzt seit knapp 30 Jahren aus. Ich werde demnächst 50 Jahre alt und somit bin ich sicherlich im weiten Umkreis der älteste Personal Trainer. Für mich ist der Beruf Personal Trainer, wie es schon sagt, eine Berufung. Das heißt, ich bin irgendwann mal wie die Jungfrau zum Kinde zum Personal Trainer geworden. Ich habe mich schon ganz früh mit der Thematik auseinandergesetzt, dass ich gerne Menschen dazu führe, einen besseren Lifestyle zu führen. Besseren Lifestyle in Form von Training, in Form von Ernährung. Warum? Weil ich es am eigenen Leib erfahren habe. Ich habe mit knapp 20 Jahren habe ich angefangen. Ich war zu der Zeit sicherlich noch nicht so sortiert, wie man sein sollte. Und dieser Sport und damit verbundenen Lifestyle, der hat mir eine tolle Plattform gegeben für mein ganzes Leben. Und das habe ich verspürt am eigenen Leibe und habe dadurch natürlich auch eine ganz andere Lebensphilosophie bekommen. Und genau das ist das, was ich an meine Kunden weitergeben möchte. Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen. Bei dir geht es jetzt darum, du bist schon jahrelang beim Training. Genau. Da geht es darum, dass wir jetzt bei dir die Kniebeugetechnik verbessern. Du bist jetzt nach Jahren in einer gewissen Gewichtsanzahl bist angekommen. Es geht nicht weiter. Jetzt müssen wir aber erst mal an der Technik arbeiten. Erst wenn die Technik stimmt, dann können wir das Belastungsgewicht erhöhen. Machst du mal Kniebeuge bitte? Ja. Genau, stell dich einen Tick breiter und die Fußspitzen leicht nach außen rotiert, 15 Grad circa. Jetzt bist du in der Schulterbreite, jetzt kannst du loslegen. Yep. Noch eindeutiger atmen und jetzt Luft raus. Bleib mal so. Auch aufpassen, dass die Stange nicht zu weit in der Wirbelsäule rollt, sind Tick tiefer runterrollen, noch ein Tick tiefer, noch ein Tick tiefer, dass du auf dem Trapez hast, okay? Das ist besser. Ja. Sehr gut. Nochmal. Bleib unten, einmal ganz kurz unten. Stopp. Jetzt die Füße kontrollieren, wenn du hochgehst, dass du Druck auf den ganzen Fuß aufbaust. Sehr gut. Es war kein fester Punkt, der entstanden ist. Es war nicht so ein Moment, der entstanden ist, sondern es war eigentlich ein schleichender Prozess, wo ich selber gemerkt habe, dass es mir einen riesen Spaß macht, Leute zu betreuen, Menschen zu betreuen, Menschen zu zeigen im Bereich des Sportes, dass sie leistungsfähiger sind, dass diese Leistungsfähigkeit sich vom Sport auch in den Beruf verlagern lässt. Das bedingt durch die gesunde Ernährung, durch das, dass man eine neue Struktur aufbaut in seinem Lebensablauf, dass sich das auch spiegeln lässt vom Sport, von der Ernährung rüber ins Privatleben, ins Berufsleben. Das war so ein schleichender Prozess. Und irgendwann war es soweit, dass ich eigentlich, ohne es zu merken, Personal Trainer schon war. Ich habe es gar nicht so richtig mitgekriegt, sondern ich war es irgendwann einfach mal. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, die ganze Zeit hast du ein Fitnessstudio geführt, hast natürlich mehr oberflächlich beratet. So, und jetzt möchte ich natürlich hingehen, möchte Menschen persönlich beraten. Also will ich nur eine Person, mir eine Stunde, zwei Stunden Zeit nehmen, die Person erstmal kennenzulernen und dann der Person nicht irgendein Pauschalprogramm zu verschreiben, sondern auf die Person einzugehen. Zuzuhören, wo liegt die Problematik bei der Person und dann dafür eine Taktik entwickeln. Wie gehen wir am besten vor? Im Bereich der Ernährung, im Bereich des Trainings. Ich war schon immer nicht der Personal Trainer, der sich sagt, okay, ich habe jetzt das neu erfunden oder ich muss da jetzt ein Konzept verkaufen, sondern das Konzept entsteht in dem Moment, wo ich mit dem Kunden in Kontakt komme. Der sitzt mir gegenüber und ich erkenne an der Körpersprache, ich kann am verbalen Ausdruck spüren, wen habe ich da vor mir. Dafür gibt es kein pauschales Programm. Dafür gibt es nur ein individuelles Programm. Und dieses individuelle Programm entsteht in dem Moment, wo ich das erste Mal mit der Person rede. Das Vorgespräch haben wir ja hinter uns. Du bist heute das zweite Mal da. Ich hatte 5 Tage Zeit, deine Planung, deine Ernährungsplan, deinen Trainingsplan auszuwerten. Ich habe alles soweit fertig, das kriegst du heute mit. Du bekommst heute nochmal zusätzlich auch ein PDF-Dokument, elektronisch gesendet, dann hast du beides. Den Trainingsplan musst du nicht groß angucken, das machen wir ja gemeinsam. Das heißt, wir haben 10 gemeinsame Stunden. Ernährungsplan kriegst du heute und dann schaust du mal rein. Fangst mal an, dich umzustrukturieren. Mach dich aber nicht verrückt, wenn alles nicht gleich so läuft, wie du es gern hättest. Du kommst aus dem alten Verhaltensmuster raus. Du hast dir Dinge angewöhnt, die musst du jetzt abgewöhnen. Deswegen fang langsam an und wenn du Fragen hast, dann besprechen wir die einfach gemeinsam beim nächsten Personal Training. Ja? Okay. Okay. Das ist deins. Vielen Deine Dank. Deine zwei. Dankeschön. So, und der Unterschied
von meiner Person zum Moment ist natürlich ein Modeberuf. Also Personal ist ein Modeberuf. Es gibt ganz viele, schießen wie Pilze aus dem Boden. Da ist es aber so, dass die meisten vorgefertigte Programme verkaufen, pauschalisiert an alle. So, und das ist für mich schon einmal nicht möglich. Allein aus dem einfachen Grund, Personal Trainer heißt für mich persönlich. Das heißt, der Unterschied von mir zu anderen Personal Trainer ist der, dass ich immer versuche, wenn ich eine Person vor mir habe, mich auch in die Person reinzuversetzen. Das ist nicht so einfach, das ist überhaupt nicht einfach. Das ist, glaube ich, das Schwierigste überhaupt als Personal Trainer. Ich muss mich in die Lage versetzen der Person. Hier kommt eine Person, die vielleicht mit Sport noch nie was zu tun gehabt, noch nicht groß mit Sport was zu tun gehabt hat. Eine Person, die ihr Leben lang eine eingefahrene Struktur im Essbereich hat. So, jetzt kann ich natürlich herkommen und kann ihm ein Blatt Papier hinlegen und sagen, mach das, 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 das. Wahrscheinlich ist es zum Scheitern verurteilt. Weil ich mich in dem Moment in die Person nicht versetze, kann er das überhaupt umsetzen? Ist es ihm überhaupt möglich? Und wenn es ihm möglich ist, wie geht das am besten an? Die Strategie, wie geht es am besten an? Ein Trainingsplan, ein Ernährungsplan zu entwickeln, ist nicht schwer. Ich glaube, Life Coach ist, glaube ich, noch der bessere Ausdruck, weil Personal Trainer verbindet man immer mit ein Trainingsprogramm, ein Ernährungsprogramm. Das ist schon richtig. Aber da steckt ein Mensch dahinter. Und das sollte kein von einem Computer generiertes Programm sein, was es eben zu größten Anteil ist, sondern ich habe eine Charaktere, einen Mensch vor mir. Und dieser Mensch ist individuell. Und darauf muss ich eingehen. Das ist meine Arbeit. Life Coach ist richtig, weil ich mache eigentlich, wenn ich eine Stunde berate, rede ich je nach Person vielleicht eine Viertelstunde über ein Trainingsprogramm, 10 Minuten über ein Ernährungsprogramm und dann rede ich über ihn und versuche mit ihm, ihn auch ein Stückchen zu erfassen, auch ihm darzulegen, was er ändern muss, wo eben seine Problematik ist. Das ist meistens eben ein alt eingefleischter Ablauf. Das heißt, die Leute sind in ihrer Struktur gefangen. Die kennen natürlich alles, wie man es am einfachsten macht. So, und jetzt komme ich und jetzt muss ich der Person zeigen, einen Weg zeigen, wie ich aus dem alten Verhaltensmuster rauskomme in ein neues Verhaltensmuster. Erst wenn ich hier oben Klick gemacht habe, wenn wir hier oben gemeinsam den Haken gefunden haben, dann fruchtet auch das Trainings- und Ernährungsprogramm. Ansonsten wird es nicht fruchten. Military Rest, du weißt, was ich sehen möchte? Okay, leg los, ich bin bei dir, ich passe auf dich auf. Das ist eine neue Übung für dich. Okay, raus. So bleibst du stehen, Ellbogen unter die Stange und dann schiebst du über den Kopf und ausatmen. Zack, sehr schön, langsam runter, unten kurz anhalten, stopp und ausatmen. Sehr gut, nochmal. Ich führe dich nur zur Sicherheit, allein machst du es. Sehr gut, noch zwei. Und raus. Gut, nochmal, tief einatmen, stopp und raus. Sehr gut, langsam runterlassen und nach vorne und einhängen. Super, perfekt. Zu mir kommen eine ganz breite Streuung von Menschen. Also von jung über Alter 50 bis zu 60 Jahren. Und da sind die Wünsche ganz unterschiedlich. Oft ist es einfach der Wunsch, gerade im Bereich der Gewichtsreduktion, also die meisten Personen, die ich habe, kommen zu mir, weil sie Gewicht reduzieren möchten. Und da ist der Wunsch, Andreas, hilf mir. Andreas, hilf mir, ich bin jetzt schon so lange selbst am Arbeiten, versuche selbst einen Weg zu finden, mein ideales Wohlfühlgewicht zu finden. Da geht es nicht nur um optisches Erscheinungsbild, sondern geht es darum, dass die Menschen sich wohlfühlen. Dass sie sagen, ich habe eine gewisse Vitalität, ich bin leistungsfähig und wenn der Spiegel noch Ja sagt dazu, ist es toll. Aber in erster Hinsicht sagen die meisten, Andreas, hilf mir. Ich brauche einen Weg. Ich versuche jetzt schon seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren, aber ich finde diesen richtigen Weg nicht. Ich habe manchmal 1, 2, 3 Wochen, da läuft alles wunderbar und danach bin ich wieder raus aus der Spur. 99% meiner Kunden, also ich habe Wettkampf-Bodybuilder fast gar keine, also wirklich geringe Anzahl, Leute, die sich auf ein Shooting vorbereiten lassen, geringe Anzahl, Models, geringe Anzahl, sondern ich habe eigentlich 95% sind es ganz normale Menschen und meistens sind es übergewichtige Menschen, die einfach 5 Kilo, 10 Kilo, 15 Kilo, 20 Kilo zu viel haben. Manchmal sogar 50 Kilo, 60 Kilo zu viel haben.
Das ist mein Kundenklientel. Und vor allem, das ist natürlich auch die Kunden, die ich liebe. Weil das ist für mich eine Herausforderung. Das ist für mich die größte Herausforderung. Jemand, der schon von der Basic her alles mitbringt, das ist toll, das macht Spaß, das ist nachher ein tolles Ergebnis. Aber ich habe Menschen vor mir, die seit 30 Jahren 120, 130, 140 Kilo wiegen. Das ist mein Kundenklientel, weil da kann ich mich austoben. Weil da geht es nicht darum, dass ich einen Trainingsernährungsplan habe, sondern da muss ich richtig arbeiten. Da muss ich richtig ansetzen. Da muss ich das Muster erkennen von der Person. Und das ist für mich auch, das ist meine Arbeit, die liebe ich, die Arbeit. Weil da gucke ich in die Seele und da kann ich auch in die Seele gucken, das ist wichtig. Und nur wenn ich das kann, bin ich Life-Coach und Personal-Trainer. Das ist meine Arbeit. Aber sonst Gesamtkörperwasser, Proteine, Mineralstoffe, Körperfettmasse in Kilogramm, alles im normalen Bereich. Jetzt gehen wir noch nach unten und gucken mal, ob du ausbalanciert bist. Du bist auch ausbalanciert, das heißt, die Muskelmasse ist über den gesamten Körper gleichmäßig verteilt. Der Mediziner sagt, das haben wir ja auch schon besprochen, dass du natürlich bis dato eher mehr Ausdauersport gemacht hast, weniger Kraftsport, dass deine Muskelmasse etwas zu niedrig ist. Da kann man ein bisschen dran arbeiten, also nicht viel, aber auch der Mediziner empfiehlt, so circa ein Kilo Muskelmasse zuzulegen. Okay. Da kriegen wir auch hin, nur natürlich auch wissen wir das nicht in welcher Zeit. Ich habe auch schon einige Firmen betreut, betreue eine jetzt zwischenzeitlich immer noch. Ist natürlich so, der Tag hat leider nur 24 Stunden. Deswegen muss ich irgendwann auch mal mein Angebot ein bisschen eingrenzen. Aber ich habe Firmencoaching schon gemacht, mache immer noch dabei aktiv. Unterschied zum 1-zu-1-Coaching ist das, dass ich natürlich eben von einer versammelten Mannschaft rede. Ich kann jetzt nicht eine Person rauspicken, aber das Schöne ist, ich habe eine Begabung. Und das ist mir wichtig. Das ist eine tolle Begabung. Das ist Motivation. Ich kriege es auch hin, von mir aus genau 500 Leute da stehen, ist mir egal. Ich kriege es auch hin, 500 Leute zu motivieren. Zu motivieren, sich zu ändern, zu motivieren, sich einen neuen Lifestyle anzueignen. Und somit ist es so, dass du hast immer, wenn du eine Vielzahl von Menschen hast, hast du immer einen Anteil, die nehmen alles mit. Ein Anteil, die sind eben dabei, weil es von der Firma bezahlt wird. Ist halt so. Aber meine Herausforderung ist auch hier. Ich gucke da in die Menge und sehe, okay, hier ist ein Riesenpotenzial von Menschen, die lassen sich motivieren. Und dann bin ich natürlich genauso motiviert wie beim 1-zu-1 Personal Training, das ist völlig wurscht, sondern dann zählen halt 500 Leute. Aber du kannst natürlich nicht, bei so einer Vielzahl von Menschen, kannst du es nicht so auf den Punkt bringen. Weil es ist so, Personal heißt persönlich. Da kannst du nur ein breites Spektrum anpacken, aber das ist mehr die Oberfläche. Das sind nur die ersten Anker, die du setzen kannst. Und dann ist es oft so, wenn ich bei solchen Firmen bin, dann geht es keine zwei Wochen, da kommt der erste, ruft an für ein Coaching, dann ruft der nächste für ein Coaching an. Das sind die Leute, die dann sagen, okay, jetzt möchte ich mehr wissen. Was ich auch noch mache, das ist natürlich auch eine Leidenschaft von mir. Ich habe natürlich irgendwann mal angefangen, Menschen über Online zu coachen. Ein reines Online-Coaching. Die meisten sagen, reines Online-Coaching, was ist das? Auch da war ich einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste. Ich habe 2007 damit angefangen. 2007, ganz kurz, war ein Zufallsprodukt. Es war nicht beabsichtigt, auch da wieder, ich bin ein Bauchmensch, ich mache immer alles aus dem Bauch raus und habe meine neue Webseite online gestellt und habe da Bilder drin gehabt von Kunden vorher nachher. Und nächsten Morgen habe es bei verschiedenen Fitnessplattformen hochgeladen, nächsten Morgen schalte ich meine E-Mails an und denke, heute sind es aber Unmengen von E-Mails, woher kommen die? Ich glaube, ich habe es nicht mehr genau, aber knapp 300 E-Mails. Und so viel habe ich normalerweise nie bekommen. Und dann war der Konsens in allen E-Mails, es kam von zwei Fitnessplattformen. Andreas, wie schaffe ich das innerhalb von 8, 10, 12, 16, 20 Wochen bis zum halben Jahr, meinen Körper so umzustrukturieren? Dann saß ich erstmal da und musste mir erstmal überlegen, was mache ich jetzt überhaupt? Wie reagiere ich jetzt darauf? Da habe ich mir dann innerhalb von 14 Tagen auch wieder, ich habe keinen Marketingstrategen gefragt, niemanden, aus dem Bauch raus entschieden, das mache ich jetzt. Ich biete jetzt nicht nur Menschen vor Ort hier meine Beratung an, sondern online. So und so eins hat sich auch der Begriff, und da bin ich mir 100% sicher, der Begriff kommt von mir, Online-Coaching. Das war meine Tätigkeit ab 2007 und heute bin ich so circa 30% meiner Gesamttätigkeit ist Online-Coaching, wo ich Menschen über online berate. Die schicken mir Bilder von sich, die schicken mir einen Anamnesebogen, ein Ernährungsprotokoll und sie schicken mir Wünsche. Und diese Wünsche, sofern sie realistisch sind, versuche ich zu erfüllen. Und jetzt fragen natürlich viele, ja, wie kann man mit sowas Erfolg haben?
Der Erfolgsquotient kann genauso hoch sein wie ein 1:1 Coaching hier. Das steht und fällt mit der Person. Und ich habe natürlich auch jetzt in der Zeit, wo ich in online arbeite, habe ich auch eine Strategie entwickelt. Das ist einfach Learning by Doing war das. Weil du bekommst Bilder von Personen, aber auch allein schon, wie ist ein Ernährungsprotokoll ausgefüllt, wie ist ein Anamnesebogen ausgefüllt. Es gibt schon ganz viel über die Person, inklusive der Bilder. Das ist das Wichtigste für mich, wenn ich Bilder bekomme. An den Bildern kann ich schon lesen. Ich mache Bilder auf, sehe eine Person, sehe den Text, was er dazu geschrieben hat, sehe die Wünsche, was er dazu geschrieben hat und habe dann schon die ersten Ideen, die sie im Kopf entwickeln. Und auch das ist kein Pauschalprogramm. Das ist kein Pauschalprogramm, wo ein Häkchen gesetzt wird und ein Computer generiert eine Software, einen Trainingsplan. Das gibt es bei mir nicht. Sondern ich gucke mir die Bilder an, ich lese mir den Text durch und dann habe ich die Person erfasst, selbst online. Und dann gibt es von mir die Beratung dazu. Mit dem Text dazu, warum, weshalb. Nicht einfach einen Plan raus, sondern es sind immer die Hintergründe, werden auch beleuchtet. Auch das ist ein Teil meiner Arbeit. Wenn ich wollte und wenn ich müsste, beides, gib mir einen Besenstiel. Und mit diesem Besenstiel und mit meinem mentalen Fokus schaffe ich es, einen Menschen fit zu machen. Die ganzen technischen Voraussetzungen, die man hat, sind schön, nützen aber überhaupt gar nichts, wenn ich von meinem eigentlichen Beruf, Personal Trainer, Lifestyle Coach, keine Ahnung habe. Weil diese technischen Voraussetzungen, das sind Maschinen, die haben keine Seele. Sondern die Seele hat der Kunde, der vor mir sitzt. Und wenn ich den bekomme, das heißt, wenn ich den auffangen kann, dann ist es völlig egal, was für eine Maschine ich habe, dann brauche ich gar keine Maschine dazu. Und das ist das Schöne. Das ist das Schöne, ich gehe auch zum Teil mit Leuten nur draußen Outdoor-Workout machen. Ich gehe nur draußen spazieren mit denen. Und sie kommen 4 Wochen später und sagen zum Andreas, ich habe 1 Stunde Beratung bei dir gehabt. Das ist jetzt gerade keine 2 Tage. Und dann gesagt, ich habe meinen ganzen Lifestyle komplett verändert, mein ganzes Leben geändert. Und sagen, genau, dann habe ich meinen Job als Personal richtig gemacht. Und dazu braucht man nicht unbedingt die besten technischen Voraussetzungen. Das ist schön, wenn man sie hat, wenn man echt Kunden hat, die das auch mögen. Und für mich natürlich auch selbst interessant ist, und jetzt kommt's, diese technischen Dinger, was da rumstehen, die nutze ich auch selber. Ich arbeite auch mit Ärzten zusammen, das heißt, ich bekomme oftmals auch Zuweisungen von Ärzten, oftmals wegen Gelenksproblemen, also gerade Rückenprobleme, Kniegelenks, Hüftgelenksprobleme. Das habe ich bei mir. Ich habe natürlich aber auch Personen, die kommen, weil sie vom Arzt eine Empfehlung bekommen haben, gehen Sie zum Herrn Trienbacher, es geht um Ernährung, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Da helfen auch keine Medikamente, sondern da hilft nur auch mal eine Ernährungsberatung. Und zwar eine Ernährungsberatung im Bereich gesunde Ernährung, nicht diese Sporternährung in dem Sinn, sondern gesunde Ernährung. Bei den Menschen geht es auch nicht darum, dass sie gleich 3-4 Mal Sport in der Woche machen sollen, sondern es ist was ganz anderes. Die kommen Thematik Zuckerkrankheit, die kommen Thematik natürlich Zuckerkrankheit, Diabetes, die kommen also Thematik schweres Übergewicht. Und die kommen zu mir und dann arbeite ich mit denen zusammen und schicke sie natürlich auch wieder nach einer gewissen Zeit zum Arzt zur Nachkontrolle. Aber eigentlich war es bis jetzt immer so, dass die 1-2 Mal bei der Nachkontrolle waren und danach war in der Regel alles safe. Unter Voraussetzung, dass sie eben diese Umstellung ihrer Gewohnheiten auf Dauer einhalten. Also es nützt natürlich überhaupt gar nichts, wie es oft angeboten wird. Wir machen jetzt eine Diät. Wir machen jetzt, was weiß ich, was alles gibt, Stoffwechseldiät. Da gibt es ja so viele Sachen, Pulverdiäten, Pillendiäten. Wenn die Menschen verstanden haben, dass das, was sie da tun, was ist, was sie ihr ganzes Leben lang machen sollten, dann sind wir safe. Nur wenn die Leute kommen und sagen, ich möchte jetzt 6, 8 Wochen oder 10 Wochen kurzfristig, um irgendwas zu erreichen, was ändern, das funktioniert nicht. Der Ausdruck Diät ist bei mir, wer persönlich zu mir zur Beratung kommt, hat der Name überhaupt nichts zu suchen. Ich mache keine Diäten. Bei mir gibt es keine Diät. Bei mir gibt es nichts anderes, wie einfach nur, wir haben die ganzen Sachen ja, wir haben sie im Kühlschrank. Wir haben sie ja zu Hause. Wir müssen es nur richtig kombinieren. Das heißt, wer zu mir kommt, der bekommt einen roten Leitfaden für sein ganzes Leben. Nicht für 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Der bekommt einen Leitfaden für das ganze Leben. Der bekommt eine Lifestyle, eine Lebensberatung. Wie er sich ernähren soll, wie er sich bewegen soll, in welcher Häufigkeit, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Diät ist bei mir der absolut falsche Ausdruck. Weil eine Diät findet jetzt zum Beispiel, wenn man einen Wettkampfsportler hat, für den ist es eine Diät. Warum? Weil er sich auf den Punkt X vorbereitet. An dem Punkt X muss er einmal top aussehen. Aber das
Also die 95%, die zu mir kommen, die haben nichts mit der Diät zu tun. Sondern das ist ganz einfach Lebens-Lifestyle. Das heißt, wie ernähre ich mich bis an mein Lebensende? Bis es nicht mehr geht. Und das ist ein roter Faden. Dieser Leitfaden gebe ich mit. Ich gebe eine Vorgabe, eine genaue Vorgabe. Und die Leute lernen bei mir, nicht nur diesen roten Faden zu schnappen, sondern auch Wege zu finden, persönliche Wege zu finden, wie ich eben das Ganze für mich selbst gestalten kann. Weil klar, wenn ich jetzt von was Optimalen ausgehe, wie von mir aus zum Beispiel, dann kann ich aber nur von mir ausgehen, von mir persönlich. Das muss aber nicht zu der Person nebendran passen. Deswegen gebe ich immer folgenden Tipp. Ich bin derjenige, der dir den Weg vorgibt und du hast eine Wegtoleranzen, die musst du selbst ausloten. Du musst selbst auch ein Stück weit Eigeninitiative ergreifen, um deinen optimalen Weg zu finden, der ins Ziel führt. Manchmal dauert er eben einfach ein bisschen länger, aber es soll immer ein roter Faden bleiben. Ich überlege jetzt gerade, ob es schon mal jemals einen Fall gab, den ich nicht beraten konnte. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich sage es jetzt klipp und klar, es gab schon Fälle, die ich nicht beraten wollte. Das hat was damit zu tun, dass wenn ich als Berater erkenne, dass die Person im Moment mental nicht in der Lage ist, eben diesen Umstellungsprozess auszuführen, dann habe ich auch schon, es waren exakt 3 Mal bis jetzt in meiner Laufbahn, wo ich gesagt habe, ich kann die Zusammenarbeit im Moment nicht machen. Das waren bei 2 Fällen krankheitsbedingt. Das waren Bulimiefälle, wo ich gesagt habe, ich kann das nur in Verbindung mit einem Psychotherapeuten machen. Das heißt, ich habe keine Ausbildung als Psychotherapeut. Das muss jemand anders mit an Bord genommen werden, dass man das gemeinschaftlich macht. Und einmal war es einfach eine Person, wo ich gewusst habe, dass die Chemie nicht passt. Das waren 3 Mal in der Laufbahn von knapp 30 Jahren. Aber in der Regel muss ich ganz klar sagen, das muss ich jetzt noch einwenden. Wenn ich jemanden vor mir habe, der schwierig ist, ist es für mich immer eine Herausforderung. Eigentlich bin ich immer derjenige, wenn es einfach ist, ist gut, ist schön, macht natürlich auch Spaß, aber ich gehe gern auf Herausforderungen ein. Das ist so mein Fokus im Leben. Nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, okay, ich habe jetzt jemanden, mir geht es eben nicht nur ums Geld verdienen, sondern mir geht es um die Person selber, wo ich sage, okay, das wird jetzt wirklich richtig schwierig. Da gibt es eine Entscheidung, mache ich es oder mache ich es nicht. Und ich entscheide mich in der Regel dafür, dass ich es mache. Weil ich liebe meine Arbeit, ganz einfach. Schwierigster Fall habe ich eigentlich mehr oder weniger im Moment noch 2, die auch aktiv sind. Ich lasse einfach mal die ganzen Vergangenen weg, da waren auch wirklich. Aber ich habe natürlich schon eine Person speziell im Fokus. Das sind ursprünglich knapp 200 Kilo. Zwischenzeitlich irgendwas 165, 170. Bin ich immer noch dran. Ich habe den auch nicht aus dem Fokus verloren, aber da ich die Person jetzt relativ gut kenne, lasse ich der Person Spielraum, bevor ich irgendwann wieder, immer mal wieder ankratze, hake, manchmal anklopfe. Und dann habe ich noch eine Person, das waren 140 Kilo, der ist jetzt zwischenzeitlich bei 113,7. Aber auch schon eine Begleitung über mehrere Jahre hinweg. Und daran erkennt man, Pauschalprogramme funktionieren nicht. Weil die Menschen sind nicht pauschal. Kein Mensch ist pauschal. Ich hatte natürlich auch schon einen Kunden, das war die Person mit 100, fast 200 Kilo. Wir hatten längeren Kontakt. Ich hatte natürlich auch mit ihm sehr engen Kontakt. Und irgendwann war der Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, bevor wir jetzt weitermachen, muss er den Schritt gehen und sollte zum Psychotherapeuten. Weil ich bin nicht ausgebildeter Psychotherapeut. Ich möchte auch den Job eines Psychotherapeuten nicht übernehmen, weil ich kann das nicht. Ich bin Ernährungs- und Personal Trainer. Und deswegen muss man irgendwann auch sagen, stopp, bis hierher. Jetzt kommt ein Spezialist ins Spiel, der kümmert sich den ganzen Tag nur um solche Menschen. Und der kann den Menschen weiterhelfen. Warum? Da geht es um Pädagogik. So, und wenn man in so einem Coaching Fehler macht, dann kann der Schuss nach hinten losgehen. Und zwar bei beide. Da hat keiner was davon gehabt. Deswegen muss man irgendwann sagen, stopp. Nimm die Beratung in Anspruch vom Pädagogen, vom Psychotherapeuten. Jetzt kommt natürlich wieder einer an der Anwalt und sagt, Psychotherapeut, ich bin nicht krank, was weiß ich was.
Es geht darum, dass man kann sein ganzes Leben mit so einer Problematik verbringen, sein ganzes Leben lang. Oder man kann sich helfen lassen. Die Chance ist 50-50. So, wenn ich die Chance nicht genutzt habe, dann habe ich auch nie die Gewissheit, ob es funktioniert. Deswegen habe ich zu der Person damals gesagt, geh mit dem Psychotherapeuten. Und dann ging es auch ein Weilchen und danach ging auch der nächste Step vorwärts. Ansonsten bin ich mir nicht sicher, wäre ich mir nicht sicher, wo die Person heute wäre. Oft taucht die Frage auf, ob die Person überhaupt das finanzielle Budget hat, mich zu buchen. Da muss ich dazu sagen, ich bin jetzt seit dreiviertel Jahr aktiv beim schönsten Outdoor-Workout im Umkreis Karlsruhe. Das ist der Turmberg Outdoor-Workout. Der kostet überhaupt gar nichts. Warum kostet er nichts? Ganz einfach, weil mir es Spaß macht. Mir macht es Spaß, Leute zum Bewegen zu bringen. Und jeder, der mich kennenlernen möchte, der überhaupt mal wissen möchte, wie ich funktioniere, der macht am besten einfach da mal mit. Dann sieht er erstmal, wie schaut es aus, wie tickt Andreas Trienbach überhaupt, wie ist er überhaupt drauf. Kann natürlich auch sagen, okay, ich bleibe einfach bei diesem Outdoor-Workout dabei, nehme da schon mal meine Kilogrammzahl ab, schnapp das ein oder andere auf, was in der Fanseite bei Facebook gepostet wird und hat damit schon Erfolg. Oder sagt, jetzt möchte ich es genauer wissen. Jetzt weiß ich, wer ist er, was tut er. Ich habe schon ein bisschen Vertrauensverhältnis aufgebaut und jetzt kann ich sagen, okay, jetzt gehe ich einfach her mal und mache zum Beispiel mal ein Beratungsgespräch, ein rein theoretisches Beratungsgespräch. Wenn wir uns mal genau Gedanken machen, wie oft wir Geld ausgeben für Dinge, die nicht mehr da sind, die weg sind, dann nehme ich einmal ein bisschen Geld in die Hand und habe eventuell einen Schlüssel, der mir mein ganzes Leben lang weiterhilft. Ich bin bei YouTube, bei Facebook und bei Twitter aktiv. Das heißt, da über diese Medien kann man schon ganz viel über mich erfahren. Und da haue ich in der Woche so viele Tipps raus, wer zum Beispiel sagt, okay, ich verfolge Andreas Trienbacher, Personal Trainer Karlsruhe, nur auf YouTube und nur auf Facebook, auf seiner Fanseite. Der hat eigentlich schon eine vollständige Beratung. Der hat schon eine vollständige Beratung. Alle Themen, die bei mir in der Beratung drankommen, die ich mit Personen persönlich bespreche, findet man definitiv bei Facebook oder bei YouTube als Clip. Wer dann aber sagt, nee, ich möchte unbedingt einfach mal diesen 4-Augen-Kontakt mit Andreas haben, der hat die Möglichkeit und kann sagen, okay, ich schreibe ihn an und mache mit ihm einen Termin aus. Und dann stellt sich's raus, innerhalb von einer halben Stunde bis Stunde, passt das Ganze zusammen, können wir zusammen arbeiten. Und wer sich dann entschließt, mit mir zu arbeiten, dem kann ich garantieren, dass ich meinen Job ernst nehme. Also ich bin natürlich schon jemand, der natürlich jetzt zwischenzeitlich auch bald zu den Senioren gehört, was aber schön so ist. Ich fühle mich nicht unwohl dabei. Ich habe natürlich in meinem Fokus, ich möchte persönlich und wenn es geht, von mir aus noch mit 80 Personal Trainer, das ist mir völlig wurscht. Ich möchte auch nicht mit 65 in die Rente gehen, habe ich überhaupt kein Interesse dran. Sondern was gibt es Schöneres, wenn du dein Hobby, das du selber gern machst, als Beruf weiter ausführen kannst. Ich möchte nicht irgendwann zu Hause sitzen und den ganzen Tag Fernsehen gucken, sondern mein Fokus ist weiter. Ich möchte arbeiten, bis ich nicht mehr kann. Das ist mir völlig wurscht. Ist doch schön. Was will ich denn mehr als ein 70-jähriger Personal Trainer von mir, der immer noch fit ist? Das ist mein Fokus. Da will ich hin. Das ist das, was mir Spaß macht. Und wie gesagt, was Wettkampf anbetrifft, ich habe natürlich lange Wettkämpfe gemacht. Sicherlich auch deutschlandweit einer der erfolgreichsten Wettkämpfe mit meiner Frau zusammen. Die erfolgreichste war meine Frau. Danach kam direkt ich. Und wir haben noch nicht Nein gesagt. Ich habe noch nicht gesagt, dass ich keinen Wettkampf mehr mache. Ich weiß, warum ich das gesagt habe, nicht gesagt habe. Weil ich mich kenne. Weil ich mich ganz genau kenne. Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen mich anders fokussieren. Weil ich natürlich geschäftlich mich umstrukturiert habe, mich persönlich umstrukturiert habe. Auch ein bisschen. Also ich bin... Das möchte ich vielleicht meinen Kunden auch mit, meinen Leuten auch mitgeben. Man ist nie zu alt, um noch was zu lernen. Man ist nie zu alt, auch eine neue Struktur zu erfassen. Man ist nie zu alt, um alte Fehler abzulegen. Da ist man nie zu alt dazu. Das habe ich jetzt einfach mal 2-3 Jahre gebraucht, mich neu zu strukturieren. Ich habe keine Wettkämpfe gemacht. Das war für mich im ersten halben Jahr natürlich sehr schwierig, weil du stehst international im Fokus. Du bist Mr. Universum, Deutscher Meister, du räumst laufend ab. Und dann kommt der Break und dann denkst du so, was ist jetzt meine Aufgabe?
wo muss ich jetzt hin? Und für diese Umstellung habe ich ein bisschen gebraucht. Wir haben 15 Jahre nonstop Wettkämpfe gemacht, also nonstop an einem Stück. Wir haben nur einmal ausgesetzt, das war die Babypause von der Corinna. Sonst nonstop. Und dann brichst du nach 15 Jahren und sagst Stopp. Aber ohne da groß nachzudenken, es ging einfach nicht. Es war einfach zu viel des Guten, ich musste mich mehr aufs Geschäft konzentrieren und dann im Nachhinein kommt der Stein ins Rollen. Der Stein wird immer ein bisschen größer und dann fängst du erstmal an zu analysieren, warum, weshalb. Und dann kommst du erstmal nach einer gewissen Zeit drauf, aha, fehlende Erfolgserlebnisse, die du halt über Jahre hin gewöhnt warst. Genau deswegen habe ich mir es verkniffen zu sagen, ich mache keinen Wettkampf mehr, das habe ich mir verkniffen. Weil ich kenne mich richtig gut. Und wenn, dann mache ich auch mit 60 noch Wettkampf, wenn es sein muss. Das ist mir dann völlig egal. Weil ich bin eben auch in der tiefsten Natur von mir ein Wettkämpfer schon immer gewesen. Und das heißt, als kleinstes Kind habe ich immer einen Wettkampfmodus in mir. Und wenn der Wettkampfmodus kommt, dann kann ich auch 60 sein. Das ist völlig egal. Das ist völlig wurscht. Ich weiß, dass ich natürlich eine sogenannte Außenwirkung habe. Mr. T, etwas aufgedreht, etwas impulsiv. Da schreckt es vielleicht den einen oder anderen ab und denkt, oje, 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 der Perfektionist. Ich bin auch nur ein Mensch. Das ist ein Teil von mir. Mr. T ist ein Teil von mir. Würde ich mich nicht abschrecken lassen. Ich würde mich überhaupt nicht abschrecken lassen davon. Weil dahinter steckt eine Person, die, was ich schon gesagt habe, seine Arbeit sehr, sehr ernst nimmt. Und in Kontakt treten ist es ganz einfach. Das ist super einfach, weil ich biete 15-minütige, unverbindliche Orientierungsgespräche an. Da kommst du vorbei, du machst einen Termin voraus und dann unterhalten wir uns über das, was ich für dich tun kann, was du von mir erwartest und ob ich dir das bieten kann. Und in diesen 15 Minuten geht es letztendlich nur darum, und zwar um die Chemie. Passen wir zusammen? Können wir zusammen arbeiten? Und es ist in der Regel so, dass die meisten, die zumeist sind, alles, was ich jetzt sage, sind natürlich auch Sachen, die ich einfach wieder höre. Andreas? Es ist gar nicht gedacht, dass du so bist. Ich habe dich jetzt ganz anders vorgestellt, aber du bist ja komplett anders. Ich sage, ja gut, es ist halt vielleicht einfach auch meine Vor-der-Kamera-Wirkung, keine Ahnung. Ich bin halt nicht dieser Marketingstratege, der immer alles so macht, wie der Markt es gern hätte. Und ich bin Andreas Trienbacher und ich bin individuell und ich bin fertig. Und manchmal bin ich halt so. Da muss man mich so akzeptieren und genau das Gleiche versuche ich bei meinen Kunden. Sie so zu akzeptieren, wie sie sind. Natürlich, klar, muss ich natürlich in meiner Beratung gucken, dass ich den Kunden erfasse und ein bisschen in die richtige Richtung schiebe. Aber nichtsdestotrotz soll der Kunde seine Persönlichkeit bei mir so weit wie möglich behalten. Und so bin ich genauso.